Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag. Wir stehen mitten in einer Transformation. Dieses Mal meine ich jetzt nicht die digitale Transformation, obschon ich heute Morgen oder trotzdem ich heute Morgen im Fernsehen, im deutschen Fernsehen gesehen habe, dass Sie leider jetzt kein Ministerium für Digitalisierung erhalten haben. Tut mir leid. Nur für Heimat oder wie auch immer das heißt. Wir stehen, oder die Transformation, die ich meine, ist die Transformation im Projektmanagement. Und natürlich hat die digitale Transformation da auch einen ganz klitzekleinen Einfluss auf die Transformation im Projektmanagement. Immer mehr Unternehmungen haben keine Projektleiterinnen und Projektleiter mehr. Conny Detloff wird dann anfangs Nachmittag noch ein bisschen tiefer in dieses Thema gehen. Da habe ich noch keine Erfahrung damit. Die Aufgabe bleibt dieselbe. Die Projektleiter heißen dann irgendwie Release Train Engineers oder was Ähnliches. Aber sie ist eben nicht dieselbe, sondern die Aufgabe ist eine ähnliche. Das heißt, agile Arbeitsweisen als Projektleiter zu koordinieren, ist nicht dasselbe als klassische Arbeitsweisen. Auch für die Auftraggeber übrigens nicht, da komme ich dann auch noch drauf zu sprechen. Die Agilisierung oder sagen wir die iterative Arbeitsweise wird im Projektmanagement voll Einzug halten, obwohl, wir haben es vorher schon gehört, klassische Vorgehensweisen oder Hybride ihren Platz behalten werden. Ganz logischerweise auch in meinem Portfolio ist, ich würde es mal geschätzt, etwa 40% sind klassisch, weil es eben da besser passt. Denken wir nur an gesetzliche, betrieblich notwendige, regulatorische Themen. Da ist meistens der Zeitpunkt, das Ziel, alles ist schon klar. Da kann man wirklich rückwärts rechnen und das macht dann auch Sinn. Man kann dann immer noch, das ist bei uns der Fall, gewisse Umsetzungsthemen agil umsetzen, also in agilen Arbeitsweisen, aber die Planung, die Steuerung ist dann meistens klassisch und das ist nach wie vor gut so. Ich möchte heute von der Transformation zu agilen Arbeitsweisen in den Basler Versicherungen in der Schweiz sprechen und da konzentriert aufs Projektportfolio. Vor etwa 8 Jahren haben wir unsere ganze IT der Ländergesellschaft Schweiz auf agile Arbeitsweisen umgestellt. Damit meine ich vor allem Scrum, noch ein bisschen Kanban und umgestellt Big Bang. Das habe ich so jetzt noch keiner Firma gehört. Also wir haben nicht mit Projekten angefangen und so bottom-up und irgendeinmal nach oben, sondern wir haben entschieden, die ganze IT arbeitet von heute auf morgen nach Scrum und natürlich organisatorisch dann auch so. Also es gibt nur noch Scrum-Teams und eine kleine Führungsetage und das war es dann. Ja. Und das funktioniert nun seit etwa 8 Jahren sehr gut. Das ist jetzt nicht der Teil meines Vortrags heute, aber Sie können mich trotzdem dann, wenn Sie wollen, am Thementisch oder später dann noch zu diesen Erfahrungen auch fragen. Ich mit meinem PPM habe noch etwa 2-3 Jahre klassisch weitergefahren. Ich habe mich noch nicht getraut und habe aber sehr schnell gemerkt, dass das keinen großen Sinn macht, nicht effektiv ist, nicht effizient für die Unternehmung, wenn ich klassisch mit meinen Business-Jahresplanung weiterführe oder weitergehe, sondern ich muss da auch agil werden und habe dann eben eine agile quartalsweise Planung eingeführt und eine rollierende 12-Monats-Planung, die aber nicht an den Business-Jahren angelehnt ist. Dies möchte ich nun in so kleinen Auszügen vorstellen und auch auf gewisse flankierende Maßnahmen eingehen, die wichtig sind. Zu meiner Person, das sehen Sie auf dem Slide oder haben es vielleicht noch interessant, ich habe vor 2 Jahren mich zertifizieren lassen als Level A, IPMA Project Director in diesem Thema, also zu diesem Thema, agiles Projektportfolio Management und bin jetzt seit 10 Jahren Leiter PPM in den Basler Versicherungen. Ich möchte etwas zu Strategie sagen, etwas zu Taktik und etwas zum operativen Projektportfolio Management. Das so ein bisschen zur Struktur
des Vortrages. Jetzt zur Frage von Ayelet Komus, das checkt er nicht, was Basler und Baloise ist. Also die Baloise ist ein Versicherungskonzern in Europa und die Basler Schweiz und auch übrigens die Basler Deutschland, die Basler Versicherungen sind dann Ländergesellschaften. Sie sehen das hier, etwa die Hälfte des Umsatzes kommt aus der Schweiz und wir haben hier in Deutschland die Basler Deutschland mit Sitzen in Bad Homburg und in Hamburg. Und logischerweise haben wir noch einen Mobile Insurer und logischerweise ist der in Berlin und der heißt übrigens Friday und da können Sie in sekundenschnelle Versicherungen über das Handy abschließen. Das können Sie dann auch mit meiner Hilfe am Thementisch tun. Die Provision ist höher für mich, das habe ich so ausgehandelt. Und dann haben wir noch Einheiten in Belgien und Luxemburg. So, jetzt zum Projektmanagement bei uns, der Organisation. Da möchte ich nicht viele Worte verlieren. Wir haben etwa 600 geplante Personen. Also es ist nicht eine Riesenorganisation, jetzt, die mit Projekten zu tun hat. Etwa 80 Projekte, etwa 60 Millionen Euro Volumen pro Jahr. Und die 80 Projekte, das sind wir jetzt im Moment gerade so auch in einer Transformation. Das heißt, wie gesagt, wir führen nicht einfach SAFe oder ein anderes Framework ein, sondern wir nehmen uns ein paar Sachen raus. Das haben wir seit 4, 5 Jahren jetzt gemacht. Und auch da sieht es eher so aus, dass ich jetzt ein Epic-Portfolio-Manager und nicht mehr ein Projekt-Portfolio-Manager bin. Also wir haben die Projekte im Programm, aber tun sie viel kleiner schneiden. Wir nennen das jetzt Epic, man kann es auch völlig anders nennen. Aber es muss wertschöpfende Lieferergebnisse geben, jedes Epic, nur dann ist es eins. Und dann kann man eben auch klarer planen, weil es dann meistens so ungefähr 3, 6 Monate von der Dauer her Pakete sind. Wir haben etwa 100 Projektleiter, die das dann entsprechend umsetzen. Die heißen und werden auch in den nächsten Jahren noch Projektleiter heißen, aber irgendeinmal nicht mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt, das erste war der Weg vom Bottom-up zum Top-down. Das heißt, wir haben noch bis vor etwa 5 Jahren Bottom-up geplant, wie es vielleicht viele noch von Ihnen auch tun, im Sinn von so im Sommer angefangen, Ideen zu sammeln und dann mal clustern und im Oktober, November Simulationen fahren und irgendwie im November, Dezember hat dann der Vorstand das nächste Jahresportfolio bewilligt. Und logischerweise war es schon im März wieder völlig anders und deswegen haben wir aufgehört damit. Das ist eigentlich so mehr oder weniger diese Folie und wir hatten dann Prio 1 Go, Prio 2 Go, wenn Ressourcen da sind und Prio 3 No Go. Also alles, was drin war, war Prio 1 und es gab dann keine Abgrenzung mehr. Das fanden die Product Owners immer gut, weil sie nicht wussten, an was sie arbeiten sollten. Jetzt, wir waren uns eigentlich einig, alle, auch die Geschäftsleitung oder Vorstand, also ihr nennt ja das Vorstand, wir nennen das Geschäftsleitung, ich sage jetzt von jetzt an nur noch Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung war sich auch einig, dass da was ändern sollte, dass man es eher top-down gestalten sollte, das Projektportfolio. Und wir vom PMO oder PPM, wir haben da aber noch so ein kleines, klickses, anderes Ziel damit gehabt, das Veränderungsziel, das wusste die Geschäftsleitung nicht. Wir hatten so das Gefühl, die Geschäftsleitung denkt ein bisschen zu stark mit der linken Gehirnhälfte. So ein bisschen statisch, KPI und so. Und es wäre ein bisschen besser, sie würde so ein bisschen nach rechts rutschen in ihren Diskussionen und schlussendlich auch in den Entscheiden. Also Bauchentscheide, das heißt, das war unser angestrebter Fokus für die Geschäftsleitung. Das heißt, ich bin ein überzeugter Verfechter von ausdiskutierten Bauchentscheiden und nicht KPIs. Wir haben KPIs für Projekte abgeschafft. Ein Projekt zu nehmen, weil es einen Faktor 3,75 hat und das andere hat 3,8 und deswegen kommt das jetzt vor dem anderen. Nein, es gibt so viele Annahmen und Sachen, die dazwischen kommen, das kann man so und so sehen. Sondern wichtig ist, dass top-down gesteuert wird, dass es ausdiskutiert, im besten Fall einstimmig war. Und natürlich können Business Cases, kann man die rechnen und die können in gewissen Situationen auch helfen. Auch andere Entscheidungsfaktoren können helfen, aber es so einzuordnen, das macht von mir aus gesehen keinen Sinn. Dann haben wir damit ein Wertbeitragspoker
gemacht. Das habe ich so jetzt auch nirgends anders schon mal gesehen. Der war erfolgreich und das inhaltliche Ziel war eben die priorisierten Geschäftsziele und deren Wertbeitrag. Dass wir die Geschäftsziele priorisieren und nicht die Projekte. Die Ziele werden priorisiert und die Projekte, die logischerweise die Ziele unterstützen, über die Strategien und Maßnahmen, die haben dann dieselbe Priorität wie das entsprechende Mutterziel, wenn man so will. Und es gibt noch einzelne Projekte, die vielleicht mehrere Ziele unterstützen, das war aber eher die Ausnahme. Und damit habe ich natürlich ein priorisiertes Projektportfolio und habe eigentlich nicht viel machen müssen. Ja. Und der Vorstand findet es gut. Ja. Und das war so das inhaltliche Ziel. Und damit haben wir eben so einen Wertbeitragspoker durchgeführt. Der Prozess dazu, der war relativ einfach. Auch wir haben nun auf die Ziele abgefragt. Ziele der Bereiche, der Geschäftsleitungsbereiche. Auch wir sind so, wir haben es heute schon von Lufthansa gehört, sehr stark mit Kundenreisen, mit Customer Journeys unterwegs. Die waren wichtig. Welche wichtigen Customer Journeys wollen wir umsetzen? Und dann natürlich alle regulatorischen, gesetzlichen, betrieblich notwendigen Themen, die sind eine ellenlose Liste. Und die haben wir dann in strategische Dimensionen eingeteilt. Bei uns heißt das Must-Win-Battles. Sie sehen da typische, die haben Sie vermutlich alle auch in dieser, ungefähr in dieser Reihenfolge vielleicht, Kundenverhalten, Digitalisierung, Kundenbasis, das ist so die Wachstumscases, dann Entwicklung neuer Geschäftsfelder, weil die Versicherung wird es nicht mehr lange so geben, und die Kosten und dann so Mitarbeiterthemen und dann noch Securing the Core, das waren dann so quasi die Muss-Projekte, die ich vorher erwähnt habe. Und das zusammen wurde dann in einem ersten Vorstandsworkshop, der ging so einen knappen Tag, wurden in Wertbeiträge eingeteilt. Und ein Wertbeitrag war nicht absolut gesehen, sondern nur relativ. Das heißt, sie haben diskutiert, bis sie sich einig waren, welche Ziele, und da kamen etwa 60 Ziele, Geschäftsziele, kamen da zusammen. Die 60 wurden also in Wertbeiträge eingeteilt, hoch, mittel, gering. Und der geringe war nicht absolut gesehen gering, sondern er war einfach relativ geringer als die, die mittel und hoch hatten. Und damit gingen wir dann 2-3 Wochen später an diesen Wertbeitragspoker und da wurden wirklich mit Poker-Coins wurden da zuerst mal gespielt, damit sie eben von links nach rechts in der Gehirnhälfte kamen und dann haben sie mit diesen Coins, das habe ich da so die Tische aufgelegt und das waren Sie sehen, das war der Digitalisierungstisch, da waren am meisten Kärtchen drin. Das sind so A4-Blätter, da steht nur die Beschreibung des Zieles und der Nutzen, also der Wertschöpfungsbeitrag. Viel mehr steht da nicht drauf. Und dann hatten sie Coins und es gab so ein paar Regeln. All-in ging nicht, also sie konnten nicht alles auf ihr Thema tun oder so, sondern sie hatten ein paar Regeln, die sie, aber nicht viele, die sie wissen mussten und sie durften. Sie mussten alle gleichzeitig setzen. Sie mussten also vorher schauen, was sie machen und dann setzen, damit sie nicht stark auf die anderen schauen könnten. Weil der CEO war ja auch dabei und dann alle Geschäftsleitungsmitglieder und dann schaut sie mit dem CEO, was hat jetzt der gemacht und so. Also es mussten alle gleichzeitig setzen und es gab dann, das habe ich nicht geplant, das kam dann raus und war sehr effektiv. Da gab es so, Sie sehen da, die sind dann von Hand angeschrieben, neue Töpfe. Und da habe ich wirklich nichts moderiert, sondern da kamen die Geschäftsleitungsmitglieder selber drauf und haben gesagt, ah, das sind die Themen und die überlappen sich ja und das ist dasselbe, da kommt ja diesen und diesen Bereich, komm, das tun wir doch zusammen, es gibt dann ein schönes Programm und so. Und hätte ich nicht besser sagen können, aber wenn es von mir kam, dann wäre es vermutlich erst in 3 Jahren umgesetzt worden. So haben sie selber gesagt und dann war es super. Und das ist wirklich, das sind 2 Programme, die wir heute noch haben, wo hinten dran etwa 6-7 Ziele sind, absolut genial. Also so sind wir weitergefahren und jetzt habe ich also ein Zielportfolio gehabt, 1 zu N, durchpriorisiert. Hat einen knappen Tag gedauert, diese Übung. Und dann ging es weiter, da gehe ich jetzt heute nicht stark drauf ein. Wir haben dann einen strategischen Zielebebauungsplan gemacht, immer noch auf Zielebene, das Ganze dann auf die Zeitachse gelegt. Und dann, erst dann, Programme und Projekte gebildet oder ein paar Ziele konnten auch einfach konnten mit Linienmaßnahmen umgesetzt werden. Es braucht nicht immer für alles Projekte.
Und das war jetzt quasi der strategische Teil und der taktische Teil. Auch der ist, haben die meisten von Ihnen dann vermutlich auch heute so, einfach eine Projektliste. Dann kommt das Angebot dazu, vor allem das IT-Angebot. Also auch wir haben die IT relativ gut im Griff, was Ressourcen angeht, der Fachbereich ein bisschen weniger. Ich glaube, das sieht bei vielen von Ihnen auch so aus. Und dann die Realitätscheck, also Simulationen gemacht, ja, und geschaut, ja, welche Projekte würden dann rausfallen und so weiter. Also das ist das Normale. Einfach neu, nicht mehr in einem Jahresportfolio, sondern nur noch fürs nächste Quartal. Das heißt, wir planen nur noch fürs nächste Quartal und alles hintendran in einer 12-Monats-Jahres- rollierenden Jahresplanung, aber da dann doch eher grob. Und das möchte ich jetzt anhand von diesem Slide noch kurz erklären. In der Mitte sehen Sie das sogenannte PPBS, das ist das Projektpriorisierungsboard strategisch. Das tagt zweimal im Jahr, ist der Vorstand, kann man sagen. Ist eigentlich mehr oder weniger, ja, das ist wirklich der Vorstand. Da hat's, dann bin ich noch dabei und die IT-Leitung ist noch dabei, weil die sonst nicht direkt im Vorstand ist, aber sonst ist eigentlich die Geschäftsleitung. Und die erörtern also oder diskutieren die großen Programme, die in der nächsten Zeit kommen, die ganzen Ressourcenthematiken bezüglich Budget. Also wir haben auch noch ein Jahresbudget, aber da geht es nur ums Geld. Also wie viel Geld ist pro Jahr zur Verfügung? Und das ist bei uns zentral. Also ich verwalte den Topf, den Cash-Out-Teil, Sachkosten. Das ist bei mir direkt, dass ein Projektleiter, ein Auftraggeber kann nicht selber ein Projekt finanzieren. Somit läuft alles relativ gut, was der Prozess angeht. Und was hier auch thematisiert wird, ist die Personalentscheide, die strategischen, die sind sehr wichtig, vor allem jetzt im digitalen Transformationsthema. Haben wir die richtigen Skills und Ressourcen in 1 bis 2, 3 Jahren oder müssen wir da intern, extern irgendwas machen, umrekrutieren? Das ist ein enorm wichtiges Thema. Wenn ich von Strategie rede, rede ich von 1 bis 3 Jahre. Das ist für mich strategisch. Taktisch ist so 3 Monate bis 12 Monate und operativ wird dann die nächsten 3 Monate. Einfach, das ist so ein bisschen sehen. Auch vor 10 Jahren, wo ich angefangen habe, da ist strategisch waren noch irgendwie 5 bis 10 Jahre und jetzt ist es noch 1 bis 3 Jahre. Also das war der strategische Teil in der Mitte, zweimal im Jahr. Dieser Poker, das war jetzt ebenso ein strategisches Meeting. Und der wichtige Teil ist eigentlich der mittlere Teil mit diesem PPBT, das steht dann für Taktik, Projektpriorisierungsboard taktisch. Und da wird viermal im Jahr über die Ressourcen diskutiert und entschieden. Und dann wird wirklich entschieden. Ist wieder der Vorstand da, ohne CEO und HR, aber mehr oder weniger ist es wirklich die Geschäftsleitung. Und da wird sind etwa 6, 7 Stunden, wird zusammengesessen und es werden wirklich alle Projekte, die empfohlen werden für die nächsten 3 Monate, werden quasi den Ressourcen gegenübergesetzt. Aber es ist eigentlich nicht eine Diskussion über die Projekte, sondern wirklich stärker über die Ressourcen. Und wenn es Eskalationen gibt oder es gibt einfach zu viele Projekte und zu wenig Ressourcen, dann wird halt dann irgendwo schon über Projekte gesprochen, aber nicht im Detail und wird quasi ein Cut gemacht. Ja. Natürlich nicht der Owner, aber der Resource Coordinator, ja. Also die Ressourcen, die sind. Woher rapportieren die Projektmitarbeiter? Die Projektmitarbeiter? Ja, das ist ein Unterschied. Also wir haben natürlich zentrale Projektleiter, die sind bei mir, ja, das ist okay. Aber das sind nur die großen Projekte machen. Viele Projektleiter von diesen 100, die kommen natürlich aus den Bereichen, wie es üblich ist, ja. Und die Projektmitarbeiter, die kommt jetzt darauf an, in der IT sind die ja in Scrum-Teams. Also rapportieren Sie direkt an den IT-Leiter, weil es gibt keine Hierarchien mehr. Also Sie rapportieren ja nicht an den Product Owner, sondern linienmäßig sind Sie einfach irgendwo eingeteilt. Also da hat es einen Linienmatch in der IT, der hat, glaube ich, 80 Leute unter sich, aber der macht auch nichts anderes. Und die Fachbereichsmitarbeiter, die rapportieren natürlich direkt immer noch ihrem Vorgesetzten, aber jetzt im Projekt sind sie logischerweise dann unter dem Projektleiter.
Ja. Als Portfolio-Manager, dass der Mitarbeiter, ja, der in der Linie arbeitet, dann immer wenn seine Skills, ja, je nachdem, wenn er in beiden Skills ist, in beiden Projekten ist, ja, es kommt dann sehr darauf an, welche Ressourcen aus wo eingesetzt werden. Aber, jawohl, und das kann dann eben von Quartal zu Quartal sich verändern, ja. Und das war ein bisschen die Angst, die da war, so quasi, ja, ist dann jedes Quartal arbeite ich in anderen Projekten, das kann doch nicht sein, und dann muss ich das doch mental nicht zu verkraften. Und so schlimm wird es ja dann auch nicht. Aber es gibt Entscheide, wo man sagt, jetzt hat man was angefangen, nach 3 Monaten wird es wieder eingestellt, weil es kommt irgendwas Wichtigeres oder ein Schnellboot, das jetzt wirklich schnell an den Markt muss. Diese Agilität, diese Dynamik, die wollten wir uns erhalten, und die ist dadurch auch gegeben. Das heißt, auch die Priorität, das ist natürlich wichtig, ich habe ja vorher gesagt, jedes Projekt hat die Priorität über sein Mutterziel. Aber es kann sein, dass hier für die nächsten 3 Monate eine andere Priorität gegeben wird. Also ein Top-Projekt 1 ist halt vielleicht in diesem Quartal dann nur noch 6 für gewisse Epics, aber es kommt dann, wird dann wieder höher gestuft. Es kommt sehr darauf an, was im Moment eben die meiste Wertschöpfung gibt. Und da spielt schon die Zeit eine Rolle. Wenn etwas große Wertschöpfung gibt und schnell realisiert werden kann, dann wird es gemacht. Und dann wird nicht gewartet, nur weil ein großer Tanker, der Nummer 1 ist, einfach noch nicht fertig ist. Dann kämen wir nie, ja, dann geht es nie weiter. Ja. Das heißt, auch ein großes strategisches Projekt kann mal ein bisschen runtergebremst werden, damit ein paar Schnellboote vorbeikommen, und dann geht's wieder weiter. Das passiert also hier im PBBT. Wichtig, da ist die ganze Nachfrage, das ganze Angebot der IT drin. Also ich habe vorher von IT gesprochen und dass sie agilisiert sind. Also wir haben die ganze IT, da meine ich jetzt die ganze im Sinn von Run, Build und Plan oder Run und Change, je nachdem wie ihr es nennt. Das heißt, alles ist in Scrum Teams mit dem großen Vorteil, dass der Entwickler auch der nachher den Betrieb sicherstellt in seiner Applikation. Ja. Da haben wir, finde ich persönlich besser, als wenn ein Entwickler einfach im Change-Team ist und dann gibt es jemanden im Betrieb, der das dann übernimmt, sondern er ist selber dann für das verantwortlich, was er entwickelt. Und das hat für die Qualität einen kleinen Einfluss. Und es sind auch interessantere Stellen, wenn Run und Change zusammen sind. Und dann haben wir hier noch das PPPE, das dann wirklich das Entscheidungsmeeting, so wie Sie es vermutlich auch kennen. Da kommen die Projektleiter oder Auftraggeber, präsentieren ihre Projekte, sei es Anträge für die Planung, für die Realisierung, Change Requests, ganz das Normale, das wir schon lange kennen. Aber es dürfen natürlich nur die Projekte da beantragt werden, die in diesem Quartal auch das Go haben, so quasi die Lizenz zur Umsetzung oder zur Planung. Und die schon laufen, die müssen natürlich nicht mehr beantragt werden, sind nur neue oder Change Requests. Und dann im operativen Bereich, da gibt es 2 wichtige Gremien. Das erste sind die sogenannten Customer Boards. Das heißt, jedes Scrum-Team, also wir haben die ganze IT eben nach Scrum-Teams, das sind etwa 25, und die haben dann teilweise zusammen 2, 3 in einer Domäne oder einzelne Scrum-Teams haben Customer Boards. Das heißt, ihre internen Kunden, wir haben keine direkten externen Kunden bei uns, sondern sind interne Kunden, die kommen alle 2 Wochen zusammen und dann wird darüber gesprochen, was man hier innerhalb dieses Quartals machen kann. Das ist eigentlich die Sprintplanung. Das heißt, ein Auftraggeber, ein Projektleiter kann dann beeinflussen, ob sein Projekt oder seine Epics eines Projektes im nächsten Sprint oder im übernächsten kommt. Und da müssen Sie halt auch etwas unternehmerisch denken und nicht immer nur so quasi Gärtchen denken für Ihr eigenes Projekt, sondern auch mal sagen, okay, ja, ich verstehe, dein Projekt ist im Moment wichtiger und dringender. Also dann bekommst du alle Ressourcen, aber ich bekomme sie dafür dann im nächsten oder übernächsten Sprint. Das ist auch die Fokussierung. Wir wollen nicht parallel alles gleichzeitig machen, sondern fokussiert an etwas schaffen oder an 2 Sachen und dann am nächsten. Und die Elapse-Time ist immer noch kürzer, als wenn man alles parallel machen würde. Da vielleicht ein ganz kleiner Ausblick oder noch in eine dieser flankierenden Maßnahmen, weil das hat damit zu tun. Wir haben unsere Projektleiter umgepolt, dass sie nicht mehr verantwortlich sind für die Ziele. So habe ich es noch gelernt, so habe ich meine Projektleiter auch etwa 5, 6 Jahre noch geschult. Du Projektleiter bist verantwortlich für das Ziel, du Auftraggeber bist verantwortlich für das Wirkungsziel oder für den Nutzen, wenn man das so nennen will. Und das war eine klare, einfache Ansage.
im Budget, in Zeit, in Scope und dann ist Bonus ist gesichert. Und jetzt ist es eben nicht mehr so. Jetzt wollen wir, dass der Projektleiter unternehmerisch denkt und dass er eben den Wert auch als magisches Dreieck da drin hat. Der Projektleiter ist verantwortlich, dass das Projekt wertschöpfend ist, dass es Nutzen generiert. Und wenn der Projektleiter nicht mehr sicher ist, muss er sagen, mein Projekt ist scheiße, ich muss das ändern, ja, sorry. Und dann muss er zum Auftraggeber gehen und wenn der findet, doch, nein, das finde ich doch jetzt noch gut und so, vielleicht aus seiner Silo-Sicht heraus, dann muss der Projektleiter genug stark sein und dann kommt er zu mir oder zu anderen Geschäftsleitungsmitgliedern und sagt, nein, ich möchte lieber mit meinen Ressourcen das machen. Das würde jetzt viel mehr bringen, als das, was wir da vor einem Jahr entschieden haben. Und das braucht ein bisschen Lebenserfahrung, das braucht ein bisschen Seniorität, dass ein Projektleiter das kann, aber wenigstens die 10, 20, die wir zentral bei uns haben, die machen das und die schauen ihr Projekt nicht nur isoliert an. Aber ist ein sehr wichtiger Teil auch jetzt in der digitalen Transformation, dass man am Richtigen arbeitet. Das sind also die Custom Boards und das zweite ist das sogenannte Pipeline Board. Das ist das Board, das nie digitalisiert werden darf. Das muss physisch sein und es muss so bleiben und Punkt. Man kann ein Foto machen, wenn man Freude hat, aber mehr nicht. Und das ist eine große Wand, die sieht immer noch etwa ähnlich aus, ob schon etwa anderthalb Jahre her ist das Foto, aber es hat sich nicht viel geändert, wirklich. Also da sind alle Product Owner dabei, der wichtigsten. Ich habe gesagt, wir haben etwa 24, das sind die wichtigsten Teams, Scrum-Teams sind dabei. Da kommt der Product Owner nach vorne alle zwei Wochen und präsentiert die wichtigsten Sachen in seinem Stream, in seinem Team. Aber nicht einfach, damit er es gesagt hat, sondern nur das, was auch für die anderen wertschöpfend sein kann. Das heißt, er fragt mal, ich habe dir doch ein Mail geschickt, du hast mir noch nicht geantwortet, da geht es um diesen Release-Termin, den hast du ja, du hast ja da mit deinem Tool auch und so. Und da wird kommuniziert und nicht mehr alles per E-Mail, sondern da wird effektiv Probleme gelöst und Ressourcenkonflikte angeschaut und gesagt, da müssen wir, glaube ich, ins PBB, das können wir so nicht lösen und so. Und das wird einfach quasi die ganzen Themen angeschaut. Die großen Kärtchen sind Projekte, die kleinen Projektchen sind Childs, also Kinder, die quasi irgendwo etwas zuarbeiten und die ganz da die rosa, das sind dann noch Release-Termine aus den entsprechenden Tools. Funktioniert enorm gut, wird vom IT-Leiter persönlich, also nicht von mir her, weil es um die IT geht. Ich bin beim CFO, bei den Finanzen, in einer neutralen Rolle angesiedelt, habe ich am Anfang nicht gesagt, sondern das ist der IT-Leiter selber, der seine Organisation so steuert und auch sieht, wo brennt es, ja, und entsprechend Einfluss nehmen kann. Und dann sind die Key Account Manager, die haben wir auch noch in der IT und wir vom PPM sind dabei. Höchst effektiv, also wer irgend sowas bauen will oder so, kommt zu mir, ich kann euch noch ein paar Insights geben. Nun, so zum Fazit. Ich denke, dass die Zielpriorisierung zielführender ist als die Projektpriorisierung. Das heißt, ich schlage euch irgendwie vor, wenn ihr das irgendwie schafft, in eurer Geschäftsleitung, in eurem Vorstand, dann klare Ziele zu definieren. Schon das ist vermutlich eine Herausforderung, war bei uns auch eine große Herausforderung, schon die Strategie, also Strategie und Ziele war auch schwierig. Das kann man dann teilweise Inputs, wo ich sage, das war mehr die Strategie und das war mehr das Ziel, aber ist ja egal. Ziele, die müssen da sein und wenn man die Ziele priorisiert, ist das Projektportfolio ziemlich schnell priorisiert. Dann, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Auffassungssache, ich bin dafür eher Bauchentscheide, gut ausdiskutierte Bauchentscheide, die aber auch mit Unterlagen, die profund sind, unterlegt sind, aber dann nicht anhand von mathematischen und so KPIs, sondern einfach ein Bauchentscheid, der dann meistens besser ist. Die agile Quartalsplanung ist besser als eine ständig sich verändernde Jahresplanung. Ich glaube, das macht Sinn. Und ich habe trotzdem noch ein paar Herausforderungen. Erstens, ich habe Jahre dafür gehabt, dass nicht first come, first serve ist. Das heißt, ich habe natürlich mit der Jahresplanung habe ich gesehen, da war ein Projekt, das kommt jetzt dann langsam, das kann ich da einplanen von April bis Dezember. Ja, und das so am Schluss stimmt das etwa für alle Ressourcen pro Jahr. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt
der bereit ist, der kommt jetzt. Und wenn die Ressourcen da sind und es wertschöpfend genug ist, dann kann er loslegen. Und wenn in 3 Monaten was Besseres kommt, dann halt, das nächste kommt und so. Und das ist dann über alles gesehen auch nicht mehr so super effizient. Das heißt, meine Aufgabe hier ist, trotzdem noch eben diese 12-Monats-Jahresplanung im Hinterkopf zu haben und zu sagen, oh, ich weiß doch, in 3 Monaten kommt da das hochstrategische Projekt, das ist einfach jetzt noch nicht ready, aber es kommt dann. Und wenn wir jetzt dieses andere Projekt freigeben, dann muss das in 3 Monaten schon wieder eingestellt werden. Das macht jetzt keinen Sinn. Solche Überlegungen können bei uns im PPM oder müssen gemacht werden, ist aber schwierig im Agilen, weil man eben nicht weiß, was in 3 Monaten kommt. Vielleicht kommen gute andere Ideen, die man dann auch zulassen will. U-Boote, ein Riesenthema. Eben durch das, dass wir es zentral bei uns haben, habe ich keine U-Boote mehr gehabt bis vor 3 Jahren. Je stärker dass die Agilisierung kam und die digitale Transformation, haben wir das bewusst zugelassen. Wir haben bewusst zugelassen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die Ideen haben und einfach ohne große Prozesse daran arbeiten können. Und wenn sie was haben, das ein gutes Produkt ist, eine neue App für irgendwas, ein kleines Produkt, was auch immer es ist, dann können sie später kommen und das quasi dann in den Portfolio-Prozess reinbringen. Wenn sie Geld brauchen oder wenn sie IT-Ressourcen brauchen oder so, dann können sie das machen. Leider kommen diese U-Boote ein bisschen spät und dann heißt es, das ist jetzt super erfolgreich im Markt und so und jetzt wollen wir es IT integrieren und so. Und dann muss ich sagen, ja, in einem Jahr kannst du daran denken. Ja. Und das ist eine Herausforderung, die ich täglich habe im Moment, da auch ein bisschen vorauszuschauen und zu scannen, wo sind jetzt die U-Boote und wann kommen die nach oben. Dann die freie Kapazität. Man kann nur agil sein, wenn man freie Ressourcen hat. Und das haben wir bei uns gemacht. Das war ein wichtiger, entscheidender Geschäftsleitung. Bei uns waren es jetzt 13 FT, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir in einem Pool neu aufbauen konnten. Also zusätzliche Stellen, wo es geheißen hat, die werden nicht geplant. Und die darf ich nicht planen. Die sind nicht geplant, die sind einfach da. Und wir, also ist nicht sehr stark übertrieben, nur ein bisschen, aber nicht sehr stark übertrieben. Die sind da und warten. Und die machen sogenannte Bets, also Wetten. Die machen kleine Sachen, wo jemand etwas sagt, oh, komm, das probieren wir aus. Und dann, jawohl, da gibt es ein Customer Board, der das quasi dann sagt, jawohl, diese Wette ist genug, innovativ und wertschöpfend, komm, das machen wir. Und dann wird das gemacht in 1, 2, 3 Sprints, wie auch immer. Also ein Sprint bei uns ist 2 Wochen. Und dann kommt es vielleicht weiter oder man hört damit auf oder so. Und wenn jetzt wirklich, das gab es auch schon, dass dieses Team nicht voll ausgelastet war, weil halt zu wenig innovative, neue, kleine Themen da waren, dann haben die dann halt ausgeholfen in irgendeinem größeren Projekt. Also damit sie eben nicht nur da sitzen. Aber es ist wirklich so, ich darf sie in keinem Projekt einplanen, sondern es wird wirklich agil von Sprint zu Sprint entschieden. Und das ist sehr wichtig, weil man eben sonst die Agilität, die Dynamik verliert. Dann Management by Vision, das habe ich vorher schon ein bisschen gesagt mit den Projektleitern, nicht mehr Management by Order. Das ist die ganze Denkhaltung der Agilisierung, jetzt vor allem in der digitalen Transformation, ist sehr wichtig. Auch übrigens die Agilisierung, die agilen Arbeitsweisen, da geht es weniger um Methoden, sondern mehr um eine Denkweise. Und die Mitarbeiter müssen diese Denkweise haben. Aber die können sie nur haben, wenn man ihnen eben auch das Vertrauen schenkt und die Verantwortung und nicht immer alles bis ins letzte Detail anschaut, sondern sagt, doch, ihr habt das Vertrauen von uns, ihr kennt aber die Vision, die müsst ihr kennen, sonst könnt ihr ja nicht quasi unternehmerisch handeln. Fokussierung habe ich erwähnt, sequenziell statt parallel und die Denkweise habe ich auch schon erwähnt. Jetzt möchte ich noch, ich habe ja am Anfang gesagt, wenn ich noch Zeit habe, und ich habe glaube ich noch so 2, 3 Minuten Zeit vor den Fragen, noch 2 frankierende Maßnahmen kurz erwähnen. Die erste habe ich schon gesagt. Die zweite, das Project Tailoring. Das haben wir schon ein bisschen früher eingeführt, ist jetzt aber umso wichtiger geworden. Ein Project Tailoring ist ein Meeting, das immer am Anfang der Planungsphase jedes Projektes stattfindet. Und das wird von mir oder meinen Mitarbeitern im PMO geführt. Und da kommt der Auftraggeber, der Projektleiter, meistens noch so das Kernteam des Projektes zusammen.
und dann wird nochmal geschaut, was ist jetzt das Ziel des Projektes? Und schon da gibt es dann nochmal Diskussionen, ob schon der Antrag vorher unterschrieben wurde. Was ist das Ziel? Was sind jetzt die Vorgehensweise dieses Projektes? Ja? Und da geht es eben die Frage, die vorher Ayal Komu schon gestellt hat, muss jetzt das agil sein, kann das jetzt klassisch, hybrid, das Projekt, also nicht die Organisation, da geht es jetzt ums Projekt, was ist die beste Vorgehensweise des Projektes? Und da wird eben auch mit dem Auftraggeber darüber geredet, wie er das sieht. Und da die Dokumente und Stakeholder und so weiter, ihr seht es hier, da werden verschiedene Lieferergebnisse angeschaut, einfach um den Start des Projektes sicherzustellen. Ihr kennt den Spruch mit dem, wie das Projekt startet, so endet es. Und das ist hier eben sehr wichtig. Und die zweite flankierende Maßnahme und schlussendlich auch das Ende meines Vortrages, Auftraggeber. Auch das hat sich enorm gewandelt. Wir haben sogenannte Auftraggeber-Lerngespräche. Die heißen so, weil Schulungen, die Geschäftsleitung geht nicht in Schulungen. Deswegen sind es Lerngespräche. Und ist aber nichts anderes. Und das habe ich auch schon früher eingeführt, ist jetzt aber wichtiger geworden, weil die Rolle des Auftraggebers oder der Auftraggeberin in agilen Projekten halt ein bisschen anders ist als in klassischen. Und dass es eben gut ist, dass ein Auftraggeber bei den Dailies, also den täglichen Meetings, mal aufkreuzt, mal da ist, auch gefühlsmäßig mit dem Team zusammenarbeitet, das ist eben wichtig. Und dass er eben nicht erwarten kann, dass das Budget für das ganze Jahr vom Projektleiter quasi geplant wird. Sondern das geht nicht, sondern die nächste Phase, dass er eben epic-mäßig nach vorne geht und so mit dem Steuerungsausschuss, mit dem Review Board, mit dem Projektausschuss, wie auch immer, dass Sie das nennen, zusammenarbeiten. Und da gibt es Checklisten dazu, wo es einfach quasi pro Phase der Auftraggeber dann weiß, an was muss er denken in dieser Phase als Auftraggeber, was muss er selber erledigen und darf es nicht delegieren und was muss er eben entsprechend einfordern von der Projektleitung. Und das sind so irgendwie 10 Punkte pro Phase, also Phasen meine ich jetzt so Initialisierung, Planung, Umsetzung, Abschluss, so diese Projektmanagementphasen, die großen Phasen. Und das hat enorm Wirkung gezeigt bei den Auftraggebern, hat ein bisschen geholfen, dass der CEO das wollte, sonst, weil, also da kamen alle, das waren bei uns 80 High Shots, ja, der ganze Vorstand plus quasi Vorstand minus 1, die kamen da. Und ich musste eine Kontrolle führen mit Strichlein und Namen, dass jeder da wirklich anwesend war und das musste ich am CEO abgeben. Und das hat ein bisschen geholfen, dass die Auftraggeber dann auch wirklich kamen. Okay, das nur so als Schmankerl zum Schluss, aber das ist enorm wichtig, dass die Auftraggeber eben mitziehen und dass nicht nur an die Projektleiter gedacht wird in diesem Zusammenhang. Vielen Dank. Tja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Ihre Fragen? Danke vielmals, sehr interessant. Meine Frage ist, was für Rollen oder was für Mitarbeiterausprägungen sind in dem BETS-Pool drin? 70% Java-Engineers, also Developer und Engineers, also Business-Analyse und Umsetzung, Scrum Master und Product Owner, full stop. Okay, also rein IT-fokussiert. Ja, im IT-BETS-Team und dann natürlich, okay. Logischerweise je nach Thema, kommen natürlich dann die Fachbereichsauftraggeber und entsprechend Fachbereichsleute dazu für ein Thema. Mhm. Aber das ist dann vielleicht 2-3 Wochen, die müssen ja sagen, was sie wollen und um was es geht. Also bei uns ist schon ein bisschen IT-Drives-Business, das ist ein bisschen, ja, aber die Ideen müssen immer noch vom Business getragen werden und die kommen einfach dazu für die Themen, aber die sind nicht in einem Pool drin, sondern nur die IT-Mitarbeiter sind im Pool. Okay, vielen Dank. Wie gehen Sie denn mit Ihren internen Kunden hinsichtlich der Zeit um? Also das ist ja mal Time to Market, so wie die Projekte klassisch eingereicht werden. Ja. Ist ja dann nicht mehr. Ne? Durch die Umpriorisierung über die Geschäftsführung gegebenenfalls kann sich auch einiges verschieben.
Ja, aber hoffentlich in die richtige Richtung. Also, naja, Sie hatten das Silo-Denken so ja, aber erwähnt. Ne? Das jedes ist Silo ja hat ja jemand in der Geschäftsleitung. Also, so, also bei uns Versicherung geht es um Versicherungsbranchen, ja, und dann noch HR und Finance und so. Aber grundsätzlich geht es jetzt da, also das Silo ist einfach zum Beispiel jetzt die Sachversicherung oder wie auch immer. Und die haben natürlich ein Geschäftsleitungsmitglied, das für ihre Anliegen und für ihre Produkte kämpft. Und wenn das stärker kämpfen kann und sagen kann, meine Time to Market ist wichtiger und also schneller oder muss schneller etwas umgesetzt werden als bei dir, dann wird es entsprechend umpriorisiert oder so priorisiert grundsätzlich. Also das muss da klar sein. Und wenn jemand findet, er hat etwas, was viel wichtiger ist, Time-to-Market-mäßig gesehen, dann muss es einbringen und dann kommt es nach oben. Und wenn alle finden, ja, du hast eigentlich recht, dann wird etwas gestoppt und das kommt rein. Aber das passiert also jetzt nicht irgendwie jeden Tag, sondern das passiert vielleicht in zwei Cases pro Quartal, ja, wo, dass man wirklich etwas hart stoppt und etwas anderes kommt. Ja. Ja, vielen Dank nochmal für den tollen Vortrag, sehr interessant. Mich interessiert vor allen Dingen dieser Prozess des Folgeprojektportfolios, der Aufstellung des Folgeprojektportfolios. Ein wichtiger Bestandteil ist ja, habe ich verstanden, der Wertbeitragspoker. Ja. Woran wird denn festgemacht, was jetzt einen Wertbeitrag steigert und was nicht? Weil ich sage mal gerade, der Vertrieb ist ja immer sehr... genau. Ja. Wie eben gesagt, das kommt aus dem Bauch. Genau wegen dem Vertrieb, ja. Der Vertrieb hat immer alle Vertriebsprojekte zusammen, ja. Das wäre etwa Umsatz mal 7 gewesen, ja, wenn man zusammengezählt hat. Und genau deswegen stimmen diese KPIs eben nicht, weil alle in diesen Business Cases da Umsatzvolumen reingeschrieben haben, die wirklich jenseits waren. Und deswegen muss halt der Vertriebschef dann in diesem Poker, der dann alle 6 Monate nicht mehr voll, sondern einfach für die neuen Sachen dann wieder gemacht wird, muss da kämpfen für seine Vertriebsthemen und wenn er klar Sachen sagen kann, unser Ziel ist Wachstum und da müssen wir jetzt rein und dieses Produkt muss jetzt kommen, dann wird es entsprechend eine Priorität bekommen. Und wenn aber der Operations Head sagt, ja nein, die Kosten sind unser Problem und wir müssen jetzt dieses OPEX-Projekt, das muss jetzt nach vorne kommen, dann müssen sie halt sprechen, bis sie irgendwie finden, ja, du hast eigentlich recht und am Schluss... Im schlimmsten Fall muss der CEO entscheiden. Also da werden jetzt keine Zahlen genannt und es wird auch später kein Nutzen in Kasse oder sowas betrieben. Doch, wir haben einen Nutzen in Kasse, das ist sehr wichtig. Also ein Wirkungscontrolling quasi. Das heißt, das machen wir aber auch für die Projekte, die keinen Business Case haben, sondern wir sagen dann, okay, du Projekt, du hast gesagt, du sparst so viel Mitarbeiter ein oder so. Also in der Schweiz kennen wir das noch eher als bei euch, Entschuldigung. Wir sparen so viel Mitarbeiter ein oder die Kosten werden reduziert oder eben es gibt ein Wachstum. Und das wird dann entsprechend in den Kostenstellen, wo es wirklich kommen muss, in den Bereichen, wird es da schon quasi reingenommen. Und wir haben eine Einheit, das strategische Controlling und das macht entsprechend genau das. Aber das wird im Vertrag, also wir haben einen Projektvertrag, der wird händisch, physisch mit Blut unterschrieben vom Auftraggeber und vom Projektleiter. Und da steht das drin und da gibt es auch Visa von allen diesen quasi Nutzenbetreibern, die den bekommen. Aber auch das kommt nicht von einem Business Case, der quantitativ gerechnet wurde, sondern da heißt es einfach, okay, mit dem können wir das und das einsparen. Okay. So, einzelne Punkte. Danke. Leider schreitet die Zeit voran und Sie wissen, gleich haben wir noch den Thementisch und Herr Felchlin hat ja angekündigt, er muss heute noch ein paar Versicherungen vertreiben. Deswegen eine allerletzte kurze Frage, bitte. Dankeschön. Danke nochmal für den sehr interessanten Vortrag. Meine Frage geht eher in Richtung der Organisation. Sie haben ja gesagt, dass die Projektleiter quasi bei Ihnen hängen. Wie ist die Rolle der Projektleiter bei Ihnen definiert? Ich denke an die Diskussion, die wir in einem eigenen Unternehmen haben, dass wir sagen, okay, ist der Projektleiter eigentlich gleichbedeutend mit dem Product Owner oder wie sortiert er sich da ein vor dem Hintergrund der agilen Methoden und Vorgehensweisen? Also ich rede jetzt da von dem Projektleiter, die wichtigsten 20, 30 Projekte machen. Also das sind die Senior-Projektleiter, die in unserer PPM-Abteilung sind, nicht den Fachbereichsprojektleiter. Die sind höher gestellt als die POs, also das sind... Direktionsmitglieder, also die sind teilweise -2 oder -3 vom Vorstand aus gesehen. Die sind auf Geschäfts-, was heißt das, Bereichsleiter-Ebene. Also das ist wirklich gleichzusetzen einem Bereichsleiter, der 100 Leute hat oder so. Also die sind sehr weit oben, die haben einen Karrierepfad, der klar definiert ist, wie der aussehen kann.
eben auch quer über die Funktionsstufen. Da heißt es nicht, oh, der Projektleiter kann nur bis da und da geht es nicht, sondern der kann weiter, ob schon er eben nur matrixmäßige Führungsfunktion hat und sonst eigentlich in einer Stabsfunktion drinnen ist. Ja. Und, aber das sind erfahrene Leute, also wenn wir die von extern kommen, sind das meistens irgendwelche Accenture-Leute, die irgendwie nicht mehr 7x24 arbeiten wollen, sondern sagen, okay, jetzt habe ich noch zwei kleine Kinder, jetzt möchte ich da bei der Basler Versicherung dasselbe tun, aber ein bisschen irgendwie so 60 plus. Ja, so ungefähr. Genau, also der Durchschnittsalter der Senior-Projektleiter bei uns, das ist etwa 45 bis 50, so etwa so ungefähr in dieser Range. Ja. Und die anderen, die kommen aus den Bereichen einfach für gewisse Projekte, da kommt's dann, gibt es Junior und Normale und Senior, da gibt es dann alle Modelle. Ja. Also angesteuert nach der Projektgrößenordnung dann. Ja, also Komplexität, nicht Größe, aber Komplexität. Ja. So, Sie können etwas nicht sehen, was ich sehen kann, nämlich Ihre Gesichter in der Summe. Und es ist wirklich spannend, wie interessiert und aufmerksam Sie schauen, also in der Größenordnung selten so zu sehen. Herr Fechlin, ich glaube, Sie haben die Themen getroffen, die die Menschen interessieren und haben auch interessante Dinge dazu beigetragen. Dafür ganz herzlichen Dank.